Willkommen in der Matrix. Auch Dummheit will gelernt sein. Schon Sigmund Freud wunderte sich über den betrübenden Kontrast zwischen der strahlenden Intelligenz eines gesunden Kindes und der Denkschwäche des durchschnittlichen Erwachsenen. Einen der Hauptgründe für diese relative Verkümmerung sah er in der religiösen Erziehung. Freud kritisierte, dass man die Kinder schon zu einem Zeitpunkt mit religiösen Lehren konfrontiere, an dem sie die Tragweite dieser Lehren noch nicht begreifen könnten. Konsequenz der frühen Indoktrination: Wenn dann das Denken des Kindes erwacht, sind die religiösen Lehren bereits unangreifbar geworden. Eben dies führt nach Freud zu einer nachhaltigen Reduktion des Denkvermögens. Wer sich einmal dazu gebracht hat, alle die Absurditäten, die die religiösen Lehren ihm zutragen, ohne Kritik hinzunehmen, dessen Denkschwäche braucht uns nicht arg zu verwundern. Deshalb forderte der Vater der Psychoanalyse, die traditionelle Erziehung zu Illusion und Denkschwäche durch eine Erziehung zur Realität zu ersetzen. Dies sei zwar ein utopisches Ziel, doch irgendwann, da war sich Freud sicher, werde sich die leise Stimme der Vernunft durchsetzen. Hallo Welt, willkommen in der Matrix. Mein Name ist Bischof Lama Paktihak Baba vom Stamm der kriegerischen Pazifisten Germaniens. Heute möchte ich mal ein paar Gedanken zu Religionen loswerden. Religion war der Versuch, das Göttliche festzulegen. Das Göttliche befand sich in beständiger Bewegung, in einem ewigen Wandel, es nahm immer wieder neue Gestalt an. Das war seine Natur. Es war absolut beweglich, absolut transzendent, absolut flexibel, absolut unpersönlich. Es hatte seine Gott- und Göttinnen-Aspekte, aber letztlich war es nicht mehr Mann oder Frau als Stern oder Schraubenzieher. Es war die Summe all dieser Dinge, aber diese Summe ließ sich nicht mit Kreide auf einer schiefer Tafel rechnen. Das Göttliche ging über jede Beschreibung, jedes Wissen, jedes Verstehen hinaus. Zu sagen, dass das Göttliche gleich Schöpfung geteilt durch Zerstörung war, kam der Sache so nahe, wie eine Definition es nur kann. Doch die Armen im Geiste und die Schwachen im Herzen gaben sich damit nicht zufrieden. Sie wollten dem Göttlichen ein Gesicht verpossen. Sie gingen so weit, ihm kleinliche menschliche Emotionen, Wut, Eifersucht und so weiter unterzuschieben, ohne einen Augenblick darüber nachzudenken, dass Gott, wäre er ein Wesen, selbst ein erhabenes Wesen, sich über unseren Gebeten längst zu Tode gelangweilt hätte. Das Göttliche war expansiv, die Religion dagegen reduktiv. Religion versuchte, das Göttliche auf eine genau definierte Quantität zu reduzieren, mit der Sterbliche vernünftig umgehen konnten, es ein für allemal in einer Schublade zu packen, damit wir uns nicht immer wieder neu darauf einstellen mussten. Mit dem Hammer leerer Phrasen und den Nägeln des Dogmas haben wir gekreuzigt und immer wieder gekreuzigt und versucht, das flüchtige Licht der Welt auf unseren unverrückbaren Altären festzunageln. Und so gab die Religion falsches Zeugnis ab vom Göttlichen, Religion war Blasphemie. Und als sie erst in ihre unheilige Allianz mit der Politik eingetreten war, wurde sie zur gefährlichsten und repressivsten Macht, die die Welt je gesehen hatte. Um es mit den Worten von Jiddu Krishnamurti zu sagen: Da ist keiner, auf den sie ihren Glauben setzen könnten, und ich hoffe, dass sie an niemanden glauben. Es gibt keine Autorität, die ihnen sagen würde, was ist oder was sein sollte, in welche Richtung sie gehen und nicht gehen sollten, auf welche Fallgruben sie achten sollten, wo die Warnschilder stehen, sie gehen allein. Können sie das? Nun ja, bei meiner Analyse der Dinge sind Vertreter der verschiedenen Religionen natürlich der Auffassung, ich wäre ein Heretiker oder einfach verrückt. Ein Verrückter genannt zu werden, ist ein Kompliment für jeden, der sich andere Positionen ausgesucht hat, als sie von den selbsternannt
rationalen Menschen eingenommen werden. Wenn es also schon nicht für alle Verrücktheit geben kann, dann sollte es zumindest Gleichheit für alle Verrückten geben. Für diejenigen, die man beschuldigt, im Grenzbereich der Verrücktheit zu leben, wird alles möglich. Denn erst an der äußersten Grenze, jenseits aller Verrücktheit, offenbart sich das kosmische Mysterium. Wenn wir uns an Metaphern klammern, die wir als Kinder gehört haben, werden wir sicher untergehen. Sie beschreiben nicht mehr unsere persönliche oder globale Erfahrung. Wie ein Kind, das zu lange unter dem Rock der Mutter bleibt, bleiben wir in unserer Entwicklung stecken. Wie ein überfälliger Fötus vergiften wir den Planeten, der uns hervorgebracht hat. Es ist an der Zeit, uns selbst zu entbinden. Ich respektiere Götter und Göttinnen, solange sie wissen, wo ihr Platz ist. Und solange wir sie selbst schaffen. Es bedeutet, dass wir sie verkleinern können, indem wir nur die Teile von ihnen verwenden, die wir tatsächlich brauchen. Der überwiegende Teil der Menschheit gehört irgendeiner Form von Religion an. Warum aber missachten die Anhänger trotzdem kontinuierlich das einfache Gebot der Wahrheit, Einfachheit und Liebe, welches doch die Grundlage jeder Religion ist? In dieser Zerfallsphase der industriellen Zivilisation stehen wir nicht mehr als die Krone der Schöpfung da, sondern als die schädlichste Lebensform, die es auf der Erde gibt. Wir sind das Ende, nicht die Erfüllung des Erdenprozesses. Gäbe es ein Parlament aller Kreaturen, seine erste Entscheidung könnte wohl sein, den Menschen als nicht mehr tragbar auszustoßen. Wir sind die Geißel der Welt, eine dämonische Erscheinung. Wir sind ein schwerer Schlag gegen alles, was heilig ist an dieser Erde. Viele Leute glauben, dass nur 9/10 des Gehirns wirklich genutzt werden. Sie irren sich. Das Gehirn wird genutzt. Eine seiner wichtigsten Funktionen besteht darin, das Wundervolle völlig normal erscheinen zu lassen und das Ungewöhnliche ins Banale zu verwandeln. Andernfalls bekämen es Menschen direkt und unmittelbar mit den vielen Wundern des Lebens zu tun. Doch vergessen Sie nicht, das Interessanteste an Ihren Glaubensvorstellungen für jemanden, der sie nicht teilt, ist nicht die Frage, ob Sie recht haben, sondern die Tatsache, dass Ihr Glaube ein Fenster zur Funktionsweise Ihres Geistes ist. Aha, so denken Sie also. Dorthin führt das große Geheimnis der menschlichen Existenz, und dort sind alle Erklärungen wahr, wenn man für größer als Wahrheit kleiner als einen bestimmten Wert annimmt. Die Verneinung ist das positivste Handeln, nicht die positive Bejahung. Es ist sehr wichtig, das zu verstehen. Die meisten von uns akzeptieren ganz mühelos ein positives Dogma, ein positives Glaubensbekenntnis, weil wir sicher sein, dazugehören, gebunden und abhängig sein wollen. Die positive Einstellung ist trennend und führt zur Dualität. Dann beginnt der Konflikt zwischen dieser Einstellung und anderen. Doch die Verneinung aller Werte, aller Morallehren, aller Glaubensrichtungen, eine Verneinung, die keine Grenzen kennt, kann nicht zu irgendetwas in Opposition sein. Eine positive Bejahung wirkt bereits ihrer Definition nachtrennend, und Trennung ist Widerstand. Daran sind wir gewöhnt, das ist unsere Konditionierung. Das alles zu verleugnen, ist nicht unmoralisch, im Gegenteil, alle Trennung und allen Widerstand zu leugnen, ist die höchste Moral. Alles zu verneinen, was der Mensch erfunden hat, alle seine Wertvorstellungen, Morallehren und Götter zu verneinen, heißt in einem Geisteszustand zu sein, in dem keine Dualität existiert und daher kein Widerstand oder Konflikt zwischen Gegensätzen. In diesem Zustand gibt es keine Gegensätze, und dieser Zustand ist nicht das Gegenteil von etwas anderem. Chaos ist die Urmutter aller Formen, und es war die Furcht vor Chaos, die diese festgefahrene, lineare,
unmenschliche Gesellschaftsordnung. Formte, die wir versuchen umzustürzen. Mein Aufruf gilt einer Art Anarchie. Chaos ist der Ursprung von allem, was wir lieben, und es kann gar nicht genug davon geben. In diesem Sinne, back to the roots and goodbye. Religionen. Also ihr lieben Menschen, habt euch doch einfach alle lieb mit euren Chaos und der Planet wird sich in ein Paradies verwandeln, wovon eure Religionen euch berichten. In diesem Sinne verabschiede ich mich hier aus der Matrix mit friedvollen und chaotischen Grüßen. Sowie mit viel Schmarzi Schmarzi und Bussi Bussi, euer Bischof Lama Pakti Hak Baba, gehabt euch wohl.